Wir kennen Zwiebeln, weil wir sie halt ab und zu in den Salat oder auf die Pizza schneiden. In Indien bedeutet die Zwiebel alles. Man isst sie zum Frühstück, zum Mittag, zum Abend und sie hat sogar schon Regierungen zu Fall gebracht. So haben sie die Zwiebel bestimmt noch nie gesehen. Die Zwiebel ist das Lieblingsgemüse der Inder. Überall wird sie gekocht, frittiert, gebraten. Auf der Straße und zu Hause. Ich kann nicht mal Frühstück ohne Zwiebeln machen. Die Inder sind so vernarrt in Zwiebeln, dass sie sie sogar täglich roh essen. Und sie pflegen ein fast verrücktes Verhältnis zu ihr, weil die Knolle für sie heilende Wirkung hat. Sie hilft bei Sonnenstich. Außerdem ist die Zwiebel ein treibender Wirtschaftsfaktor. Denn steigen die Zwiebelpreise, hat das in Indien verheerende Folgen. Wir reisen nach Karnataka, in eine der größten Zwiebelregionen des Landes. Schon auf unserer Anreise dreht sich alles um die Knolle. Wenn man sich hier umschaut, entdeckt man an fast jeder Ecke Garküchen mit unterschiedlichsten Gerichten. Natürlich immer mit Zwiebeln. Bei Deepak gibt es Pakora, in Kichererbsenmehl frittierte Zwiebeln. Ein typisches Gericht der Region und für jedermann erschwinglich. Denn dieses Essen kostet gerade mal 15 Rupien, umgerechnet rund 20 Cent. Aber die Zwiebel macht die Inder nicht nur satt, sondern gilt auch als beliebtes Heilmittel. Ich nehme wenig Medizin, aber Zwiebeln esse ich fast jeden Tag. Und die Zwiebel hilft den Indern im Sommer. Da klettern die Temperaturen schon mal auf 50 Grad. Deepak hat da einen schrägen Tipp. Man tut die Zwiebel so auf den Kopf und bindet ein Tuch darum. Das lindert die Auswirkungen eines Sonnenstichs. Nicht nur auf der Straße, auch zu Hause ist die Zwiebel allgegenwärtig. Wir begleiten die berufstätige Mutter Nea Kare zum Einkauf auf den Markt. Hier geben die Inder allein für Lebensmittel rund 50% ihres Geldes aus. Unverzichtbar die Zwiebel. Denn davon verbraucht eine Familie 1 bis 1,5 Kilo durchschnittlich pro Woche. Wie wichtig sind die Zwiebeln für Sie? Sie ist Teil unserer indischen Küche. Ich kann kein Essen machen ohne Zwiebeln. Nicht einmal Frühstück. Wir können einfach nicht ohne sie leben. Wir haben sie im Blut und essen sie jeden Tag. Aber wo kriegen Millionen Inder ihre Zwiebeln her? Sie bauen sie im großen Stil an. Auf rund 1 Million Hektar. Indien ist damit nach China das zweitgrößte Zwiebelland der Welt. Bauern aus den umliegenden Regionen bringen ihre Zwiebeln zu einem der größten Auktionsmärkte nach Hubli im Bundesstaat Karnataka. Hier gibt es unzählige Zwiebelshops, kleine Auktionshäuser, in denen die Zwiebeln verkauft werden. Kaum angekommen sind wir schon mitten im Gedränge. Dafür, dass die Zwiebel hier so hoch angesehen ist, geht man aber nicht besonders pfleglich mit ihr um. Die Männer schütten einen Zwiebelsack nach dem anderen aus. Und dann geht's los. In einer sehr speziellen Auktionssprache. Wir verstehen nur Bahnhof. Aber irgendwie werden hier Geschäfte gemacht. Und die machen nur Männer. Frauen sind eher dazu da, die Zwiebeln wieder einzusammeln. Und schon ist der ganze Spuk wieder vorbei. Die Truppe zieht weiter und wir mit. Auch im nächsten Shop wieder das gleiche Szenario. Aber was passiert hier eigentlich genau? Wir lassen uns das Ganze mal von einem Händler erklären. Also der da oben, der notiert die Preise, Namen und Adresse. Das hier sind alles die Käufer. Und der da vorn, der in Weiß, der die Preise aufruft, ist der Auktionator von dem Shop hier. Das ist der Auktionator. Und die beiden sind die Käufer, die die Zwiebeln ersteigern wollen. Die kippen die Zwiebeln aus, damit jeder die Qualität beurteilen kann. Super Qualität. Wir starten mal 6 Rupien. Wer will es? Zwiebeln. Die Käufer versuchen sich gegenseitig zu überbieten. 6,93 rufe ich auf, 6,93.
Wer will es? Die Händler geben dem Auktionator per Handzeichen zu verstehen, dass sie die Zwiebeln kaufen wollen. Wer will es? Verkauft. Wer hat ersteigert? Er. Wir haben von den Zeichen nichts mitbekommen, aber der Deal steht. Und, bist du zufrieden mit der Ware? Die Qualität ist nicht so gut, aber der Preis ist okay. Die Zwiebeln können nicht lange lagern, sonst vergammeln sie. Deshalb müssen sie jeden Tag schnell verkauft werden. Zwiebeln kann sich in Indien eigentlich jeder leisten, weil sie das billigste Gemüse auf dem Markt sind. Und sie sichern die Existenz von Millionen Indern. Auch Zwiebelsnacks sind für wenig Geld zu bekommen. Belpuri, ein beliebter Snack aus der Region, kostet etwa 10 Rupien, gerade mal 13 Cent. Zubereitet aus vielen Zwiebeln, Puffreis, Tomaten, Chili, Koriander und verschiedenen anderen Gewürzen. Schmeckt lecker, lecker. Über den Geschmack der Zwiebel kann man ja streiten, aber nicht über das, was in ihr steckt. Vor allem die rote Zwiebel ist eine wahre Wunderknolle. Sie enthält doppelt so viele Antioxidantien wie andere Zwiebelsorten. Diese wirken antibakteriell und beugen Krebs vor. Außerdem ist sie, wie alle Zwiebeln, eine Vitaminbombe. Sie enthält unter anderem Vitamin C und Vitamin B6. Und sie liefert viele Mineralstoffe, wie zum Beispiel Calcium, Phosphor und Kalium. Zwiebeln sind gesund, helfen bei der Verdauung und senken den Blutzuckerspiegel. Nach der Auktion geht die Reise für die Zwiebeln weiter. Wir folgen ihnen und reisen in den Bundesstaat Maharashtra. Bevor die Händler sie zu den Gemüsemärkten liefern, werden die Zwiebeln in riesigen Lagerhallen zwischengelagert und sortiert. Hier treffen wir uns mit Zwischenhändler Om Prakash Raka. Er beliefert Märkte in ganz Indien und exportiert auch ins Ausland. Er ist einer der großen Unternehmer in Indien. Wir sortieren nach Qualität und beliefern die Märkte im ganzen Land. Je größer die Zwiebeln, desto mehr kann man für sie verlangen. Hier wird alles per Hand gemacht, alles von Frauen. Es sind die Ärmsten der Armen und vor allem sind sie auf die Zwiebeln angewiesen. Schon seit 40 Jahren sortiert diese Arbeiterin Zwiebeln. Zwiebeln essen ist gut. Zwiebeln essen ist exzellent, denn sie sind gut für den Körper. Für viele Inder ist die Zwiebel die einzige Vitaminquelle am Tag. Herrscht wie jetzt aktuell extreme Dürre, fällt die Ernte schlecht aus und es gibt zu wenig Zwiebeln. Die Folge, der Zwiebelpreis steigt. Ein nationales Problem, ein ähnlich brisantes Thema wie bei uns der Benzinpreis. Denn Politiker nutzen die Zwiebelpreise gerne für ihren Wahlkampf. Stark schwankende Zwiebelpreise sollen in Indien sogar für den Sturz von zwei Regierungen verantwortlich sein. Die Zwiebel schafft es deshalb regelmäßig in Zeitungen und Nachrichten. Die berufstätige Mutter Neha lebt in der Mittelschicht und kann sich Zwiebeln auch leisten, wenn sie teurer sind. Heute macht sie indisches Curry und eine Art indische Pfannkuchen, natürlich mit Zwiebeln. Riechen die Finger nicht total nach Zwiebeln? Bei uns in Deutschland ist das nämlich so. Ja, natürlich riechen sie. Aber wir sind daran gewöhnt. Wir mögen den Geruch. Wenn ich zum Beispiel keine Zwiebeln ins Essen mache, will es niemand essen. Wenn ich diesen Pfannkuchen ohne Zwiebeln mache, meine Tochter würde ihn nicht essen. Niemals. Neha mischt Mehl mit rohen Zwiebeln und ihrem persönlichen Haus-Curry-Mix. Aber weint ihr denn beim Zwiebelnschneiden? Nein. Warum nicht? Wir sind mit Zwiebeln aufgewachsen. Ich muss niemals weinen beim Zwiebelschneiden. Neha verrührt den Zwiebelmehlmix mit Wasser zu einem glatten Teig. Der Rest ist wie bei jedem normalen Eierpfannkuchen auch. Es ist das Lieblingsgericht vieler Kinder. Auch das von Neas Tochter.
Und, schmeckt's dir? Ja. Was ist das Beste daran? Die Zwiebeln? Warum? Weil alles danach schmeckt. Im Gegensatz zur ärmeren Bevölkerung kann sich die Familie auch anderes Gemüse außer Zwiebeln leisten. Als Beilage zum Curry gibt es gefüllte Mini-Auberginen. Hauptzutat bleibt aber trotzdem immer die Zwiebel. Ist es in Indien üblich, dass man die Zwiebeln roh dazu isst? Ja, wirklich? Okay. Schmeckt gut. Die indische Zwiebel schmeckt auch milder als unsere Zwiebel. Das erklärt wohl auch, warum schon die kleinsten Inder verrückt nach Zwiebeln sind. Und weil das so ist, wird die Zwiebel bestimmt auch bei den nachfolgenden Generationen das Gemüse Nummer 1 bleiben. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde. Jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken. Es gibt Neues aus der Galileo-Welt.